Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchronmaschine ist unser Thema. Jetzt wissen wir, wie die Synchronmaschine funktioniert. Wir haben jetzt Leistungsbereiche und so weiter definiert. Das funktioniert alles. Jetzt schauen wir uns ein bisschen an, wie wir den Betrieb einer Synchronmaschine sicherstellen können. Okay. Verschiedenste Betriebsarten. Also, das Erste, was wir machen wollen, wenn es sich um einen Motor handelt, ist anlassen. Okay? Anlassen. Wie mache ich das? Ja. Ich möchte, dass der Motor wegdreht. Ich habe ja das Problem an und für sich, dass ist eine Synchromaschine und wenn ich jetzt das Drehfeld drauf schalte, dann dreht sich das Drehfeld relativ schnell und das kann sie nicht wegreißen. Ja? Jetzt zittert dieser Rotor der Synchromaschine, dieser Magnet, der da drinnen entsteht, zittert im rotierenden Magnetfeld, weil das Magnetfeld dreht sich vorbei. Jetzt fühle ich mich dorthin angezogen, ja? Und dann dreht es aber so schnell vorbei, dass ich nicht mitkomme. Ja? Und dann kommt aber schon das nächste, was mich interessiert, und dann zittert er wieder zurück. Und das zittert so. Das resultierende Moment ist null. Ja. Ich kann nicht einfach draufschalten. Ne. Was habe ich für Möglichkeiten? Nun, wir haben gesprochen über diese Dämpferwicklung da. Und wenn wir sich das anschauen, ja, ich zeige euch das Foto nochmal her, wie diese Dämpfer, da gibt es einen Ring, ja, und da gibt es Stäbe. Und da habe ich schon gesagt, das schaut aus wie bei der Asynchronmaschine, so ein Kurzschluss, so ein Käfigläufer, schaut genauso aus. Ja. Und jetzt, wenn ich diese Dämpferwicklung entsprechend auslege, ja, dann ist das praktisch eine Asynchronmaschine. Ja, und sie muss halt entsprechend ausgelegt sein. Ja, das muss die Momente aufnehmen können und so weiter. Und dann kann ich draußen das Magnetfeld, das Rotationsfeld einschalten. Dann zieht man praktisch die Asynchronmaschine das hoch. Ja, und wenn ich dann fast die synchrone Drehzahl erreicht habe, na, dann schalte ich die Erregung dazu und das zieht es ein ins Drehfeld und das war's. Also ich kann praktisch eine dafür ausgelegte Dämpferwicklung verwenden, um einen Synchromotor hochzuziehen. Das ist eine Möglichkeit. Verwendung. Einer dafür ausgelegten, das ist wichtig. Dämpferwicklung. Praktisch wie Asynchronmaschine, schreibe ich noch dazu, weil die Dämpferwicklung ist ja praktisch wie bei der Asynchronmaschine. Ja, dann, ich meine, jetzt habe ich gesagt, das wirkt wie ein Asynchronmotor. Ich baue einfach einen Asynchronmotor dazu. Ja, ich baue einfach auf meine Welle, baue ich einen Asynchronmotor dazu. Mit dem ziehe ich die Maschine hoch, also nicht über einen Dämpferkäfig, sondern über einen extrigen Anwurfmotor. Ja, also Anwurfmotor ist noch eine Möglichkeit. Über einen extrigen Anwurfmotor ziehe ich die Maschine hoch, genauso wie ich es gerade beschrieben habe. Bei wenig Belastung ist der Schlupf der Asynchronmaschine recht gering und dann park, schaltet die Erregung der Synchronmaschine ein und zieht es hoch. Ja, passt. Anwurfmotor. Und dann gibt es natürlich nur Frequenzanlauf über einen Frequenzumrichter. Okay, Frequenzanlauf. Wir haben einen Frequenzrichter und der zieht mir die Frequenz langsam nach oben und das Ding rennt weg. Da brauche ich gar nichts mehr. Okay? Anlassen. So lasse ich eine Synchromaschine an. Bei großen, wo wird das gemacht? Zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken, wo der Generator auch als Motor wirken soll. Da
brauche ich irgend so irgendwas. Ja? Ja? Also es gibt Kraftwerke zum Beispiel, haben einen Anwurfmotor. Da wird halt irgendwie 160 Megawatt Generator eigentlich, ja, eine Synchronmaschine, 160 Megawatt Synchronmaschine mit einem Anwurfmotor nach oben zu, der zirkt da im ersten Moment 20 MW oder sowas in der Größenordnung, zirkt das hoch und dann wird die Erregung eingeschaltet und dann ist die Synchronmaschine im Netz und dann können wir anfangen, das Wasser wieder am Berg zu pumpen. Okay? Also nur weil es ein Kraftwerk ist, heißt das nicht, dass ich das nicht anlassen muss. Also Pumpspeicherkraftwerke, die muss ich sehr wohl anlassen können, weil sonst kann ich nichts pumpen. Okay, jetzt haben wir angelassen, jetzt machen wir Drehzahländerung. Wie machen wir die Drehzahländerung? Genauso wie bei der Asynchronmaschine beschrieben. Frequenzänderung mit Frequenzrichter. Ja? Also wie bei der Asynchronmaschine. Mit Hilfe von Frequenzrichtern. Ja? Drehzahländerung. Bremsen. Braucht man eigentlich nicht. Bremsen hat keinerlei Bedeutung an und für sich. Schreiben wir es auf. Bremsen. Keine Bedeutung. Und jetzt möchte ich nur zum Thema kommen. Dadurch, dass die meisten Synchromaschinen ja Generatoren sind, ja, wie bringe ich den ans Netz? Ja, wie bringe ich den ans Netz? Ja, Synchrongenerator am Netz schreibe. Das hat nichts mit Anlassen zu tun, weil ich habe eine Antriebsmaschine und diese Antriebsmaschine bringt mir die Drehzahl auf den Generator. Ja, sei es eine Wasserkraftturbine, eine Dampfturbine oder was auch immer. Da muss es einen geeigneten Drehzahlregler geben, der die Drehzahl des Synchrongenerators auf ein gewünschtes Niveau bringt. Okay? So, was ist jetzt das gewünschte Niveau? Es ist ja so, dass ich auf der einen Seite habe ich meinen Generator und auf der anderen Seite habe ich mein Netz mit L1, L2, L3 und der Generator, da geht der außer, ja, die Anschlüsse, ja, und da hier gibt es irgendwo einen Leistungsschalter, der ist offen zu Beginn, ja. Zur Leistungsschalter, je nach Leistung, die der schalten kann, das können riesige Viecher sein. Ja, also das sind, also bei einem großen Leistungsschalter, der wirklich viel Spannung schalten kann, braucht einen gewissen Schaltabstand. Das heißt, es muss weit auseinanderfahren. Das heißt, das sind eigentlich sind so Keramikhüllen, ja, wo halt drin der Schalter hin und her fährt, kann ich eher ein Foto herzeigen. Das Ding ist ein Wahnsinn. Ja. Also das macht dann Dusche, wenn man das schaltet. Das ist ein Lärm. Ja, das knallt nicht nur aufgrund des Schaltens, sondern wenn es auseinander geht, dann bleibt ein Lichtbogen stehen, da gibt es so Funkenlöschkammern drin und so weiter und dann gibt es so Schalter, die das ausblasen, ja, die den Lichtbogen wegblasen praktisch, da fort, das blast die Luft. Das Geräte sind das, ja, aber ist toll, wenn ich mal irgendwie, ich weiß nicht, Leistungsschalter, wenn ich mal 500 Megawatt ausschalten will, das kann nicht dezent aussehen. Kann nicht dezent aussehen. Leistungsschalter. Also jetzt muss ich irgendwie festlegen, wann kann ich denn diesen Leistungsschalter einschalten. Nun,
das Netz da draußen ist starr. Ja, da gibt's, ich ziehe jetzt einfach einmal eine Phase heraus. Ja. Das Netz da draußen ist starr. Schauen wir uns zum Beispiel L1 an. Ja. Dann hat L1 eben eine gewisse Schwingung, eine sinusförmige Schwingung, ja, ist ja Wechselspannung. Das ist das Netz. Ja, das ist das Netz. Das ist fix vorgegeben. Und mit meinem Generator muss ich mich jetzt entsprechend anpassen an das Netz. Ja, ich muss mich an das Netz anpassen. Was kann ich machen? Wie kann ich die Frequenz meines Generators beeinflussen? Weil, sagen wir, wenn die Frequenz zu klein ist, dann würde der Generator zum Beispiel so ausschauen. Ne? Ja, schlecht. Ja. Was muss gemacht werden beim Generator? Da muss die Frequenz erhöht werden. Ja. Das ist F zu klein. Ja. Muss die Frequenz erhöht werden und dann irgendwann haben wir die gleiche Frequenz, ja, aber vielleicht eine Phasenversatz. Ja, dann schaut das halt so aus. Dann haben wir zwar die gleiche Schwingungsfrequenz da, aber haben einen gewissen Phasenversatz. Ja. Delta V. Ja. Ist auch schlecht. Ja. Ich kann nicht einfach, ich muss ja, und da habe ich dann nur Delta U auch, ja? So. Also die Frequenz mache ich mit der Drehzahl, ja? Die Phase mache ich ebenfalls mit der Drehzahl, da muss ich halt ein bisschen bremsen jetzt, dass das da eine rutscht praktisch und dann wieder Gas geben, dass ich die richtige Frequenz habe, ja? Dann bringt man das hin, dass das häufig synchron läuft. Ja. Und was ist jetzt da mit der Spannung? Ja. Die Spannung muss ich ebenfalls anpassen an meine Netzseite, weil was ich an und für sich haben will, ja, was ich haben will, ist, dass meine Generatorspannung genau gleich ist wie meine Netzspannung. Das möchte ich haben. In dem Moment, wenn ich da jetzt eine Leistungsschalter reinhabe, Wenn die Generatorspannung grün ist, ja, wenn ich da den Leistungsschalter rein habe, passt's. Ja, dann knalle drauf. Ja. Was muss noch passen? Natürlich die Phasenreihenfolge muss passen, weil wenn das nämlich ein linksdrehendes und das eine rechtsdrehende Sache ist, dann geht es, das ist das Ärgste überhaupt, ja, so eine Phasenreihenfolge. Aber ich sage einmal, das wird schon während der Inbetriebssetzung gemacht, aber muss man drauf schauen. Ja, muss man drauf schauen, dass der Generator halt sie praktisch in die, dass das erzeugte Drehfeld des Generators sie praktisch in die richtige Richtung dreht, nicht irgendwie anders zum Netz. Nicht, dass im Generator praktisch UWV ist und dann L1, L2, L3. Das geht nicht. Ja. UVW, L1, L2, L3. Passt. Ja. Aufpassen. Ja. Also, zuerst wird die Frequenz praktisch angepasst, ja, dann wird die Spannung angepasst, ja, und dann, wenn alles in einer gewissen Toleranzfenster ist, ja, also die Frequenz darf nicht zu viel abweichen, die Phase darf nicht zu viel abweichen und die Spannung darf nicht zu viel abweichen, dann sagt das Synchronisiergerät, passt, Synchronisierbedingungen auf allen Phasen erfüllt. Uisch. Leistungsschalter bitte einschalten. Ja, und dann geht's, und dann ist die Maschine im Netz. Ja. Also, das sind die Synchronisierbedingungen. Gleiche Phasenfolge. Gleiche Frequenz, gleiche Phasenlage, ja, das Feeder, ja, und gleiche Spannung. Dann kann ich praktisch stromlos einschalten.
Ja? Also diese Punkte müssen erfüllt sein. Dann geht das. Ja? So. In der Realität gibt es da eine gewisse Toleranz. Ja? Das muss 100% passen. Ja? Da haben wir eine gewisse Toleranz. Die kann man einstellen. Ja? In echt passiert, die Drehzahl, das geht einfach nicht so genau. Ich meine, der ist ein Generator, das ist eine rotierende Masse und das regelt die mit einer Antriebsleistung, die einfach wahnwitzig ist, weil ich möchte ja eigentlich wirklich Leistung ans Netz bringen. Ja? Und zum Drehen einer leeren Maschine brauche ich im Vergleich echt wenig. Ja? Jetzt habe ich so einen Prozess, der liefert, weiß ich nicht, wie viel Megawatt oder sogar Gigawatt. Und da brauche ich halt ganz wenig davon, um diese Drehzahl einzustellen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn diese ganzen Stellorgane und so weiter ausgelegt sind für riesige Leistungen und ich möchte ganz feinfühlig da hin und her fahren mit der Drehzahl, ja, dass das relativ schwierig ist. Ja. Das heißt, die Frequenz hinzubekommen, das ist schon mal gar nicht so leicht. Ja. Das erwischt man nur ungefähr. Ja. Nicht schlecht, aber nur wirklich nur ungefähr. Jetzt ist das gar nicht so schlecht. Die Spannung kann man eigentlich relativ gut regeln. Ja. Das funktioniert auch für sich. Relativ gut. Das heißt, die Spannung bringt man hin. Und die Frequenz ist nicht so einfach. Ja. Aber das ist jetzt gar nicht so schlecht, weil ich muss ja auf die Phasenlage auch schauen. Und wenn jetzt die Frequenz des Generators ein bisschen abweicht von der Frequenz des Netzes, dann kommt der eine Wellenberg praktisch immer so langsam näher auf den anderen und dann in dem Moment, wo ich halt übereinander liege, kann ich einschalten. Ja? Und deswegen muss die Frequenz eben nur in einem gewissen Bereich gleich sein, weil wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die Maschine schneller ist, dann holt die praktisch das Netz immer wieder ein. Und dann, wenn die Welle von hinten kommt und ich schalte im richtigen Moment ein, in dem Moment, wo sie übereinander liegen, ja, dann wird halt die Maschine kurz abgebremst auf die Netzfrequenz, weil es vorher zu schnell war, oder vielleicht, wenn es zu langsam war, dann wird sie beschleunigt auf die Netzfrequenz, also reißt sie es mit. Das darf natürlich nicht zu stark sein, deswegen diese Frequenzdelta, ja, dieses zulässige Frequenzdelta, dann ist nämlich die Phasenlage weniger ein Problem. Ja. Dann muss ich nur die Schaltzeiten des Leistungsschalters wissen. Das ist ebenfalls ein Einstellparameter auf so Synchronisiergeräten. Das heißt, der schätzt schon vorher, schau, da kommt der Wellenberg, und der schätzt, wie viel vorher muss der den Befehl absetzen, dass der genau in dem Moment, also da schaltet er den Befehl ab und da schaltet er ein. Ja. Das kann man einstellen, kann man sagen, okay, von Befehlsabgabe bis Leistungsschalter ein vergehen 20 Millisekunden. Ja, das, also, so wird das gemacht, synchrons Generator ans Netz bringen. Ja. Mit dem, was ich gesagt habe, ja, dass halt die Frequenz nicht hundertprozentig passt und dann ich halt richtig einschalte und dann wird die Maschine beschleunigt oder abgebremst, der vorher eine gewisse Drehzahl gehabt hat, auf die entsprechende Netzfrequenz, weil da kann es ja nicht mehr aus. Ja. Da gibt es einen Stoß auf die Maschine. Ja. Stoß auf die Maschine bedeutet, ich stoße praktisch auf den Rotor, den beschleunigt ich. Ja. Das ist ein schwingungsfähiges System. Was das bedeutet, wenn da ein Stoß drauf kommt, werden wir uns im nächsten Video überlegen. Okay? Das schauen wir uns im nächsten Video an. Da möchte ich auch ein bisschen was herzeigen über echte Mitschriebe. Ja. Na, werden wir schon sehen. Ja. Also, das war der Betrieb einer Synchromaschine. Nächstes Mal schauen wir uns die Synchromaschine als schwingungsfähiges System an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.